Leute, wie ihr richtig gerade Schläge Richtung eurer Nase blocken könnt, gerade auf der Straße, ja? Verdammt gefährlich, weil hier die Dinger sind verdammt gefährlich und ich habe keine Handschuhe an oder irgendwas, was mich halt hier schützen kann. So, was müssen wir jetzt machen? Das kommt jetzt. Aber bevor wir das Ganze abchecken hier, checkt ihr unseren Kampfsportshop Illstinct ab. Da bekommt ihr nochmal 10% Rabatt für die beste Kampfsportausrüstung, die ihr überhaupt finden könnt. Und liken, teilen, kommentieren das Video. Leute, supportet, ihr wisst Bescheid. So, wir starten von hier. Ganz wichtig, wir parieren das Ganze. Gibt es auch im Kampfsport, ganz normal. Machen wir gerade genau von hier. Nicht das da machen. Das hier schützt uns nicht. Wir müssen das Ziel. Also, was ist dein Ziel? Die Nase. Genau, die Nase. Das muss ich wegnehmen. Bedeutet, eins, das ist das Wichtigste. Das hier ist nur eine Hilfe. Bedeutet, wenn ich komme, bumm, von hier. Ich habe hier schon mal, warte, langsam, langsam. Hier könnte ich theoretisch, wenn ich schnell bin, Timing habe, einen Gegenangriff machen. Aber meistens kommt auf der Straße nicht nur ein Ding, es kommen mehrere, genau. So, deswegen darf ich nicht nur nach hinten meinen Kopf wegbewegen, sondern ich muss entweder nach hinten laufen gleichzeitig, um die Distanz zu erhöhen, oder halt nach vorne. Bedeutet, wenn er schlägt, muss ich halt hier direkt rein, das Ganze, damit das dir nicht mehr so easy ankommt, ja. Muss ich ein bisschen schneller sein, kann, das ist ein Beispiel nur, hier rein, keine Ahnung. Gibt es aber verschiedene Sachen, die man machen kann. Auf jeden Fall muss man agieren, aber das Beste ist wirklich, sich zu bewegen. Das ist das A und O. Von daher, wisst Bescheid, passt auf euch auf. Wir sehen uns. Ciao, ciao.